Panzers! Naja, Chris kam bei mir in die Werkstatt und meinte, sag mal, haben wir schon mal drüber gesprochen, LED-Gitarre. LED-Gitarre, klar, jeder möchte irgendwie wann mal was Leuchtendes haben. Tolle Idee, nur wie macht man das am besten? Und ja, dann haben wir eine ganze Zeit drüber geredet und ist klar, dass es nicht nur leuchten sollte, sondern dass irgendein Special-Effekt sein soll. Maßgeblich mit der Idee, eine Gitarre zu haben, die auf Anschlag reagiert. Dass diese Gitarre praktisch auf den Anschlag reagiert. Ich bin kein Elektroniker und insofern mussten wir Hilfe dazu holen. Und ich habe dann mit Thomas Fanta, der mir sonst immer die ganzen Metallteile und so weiter fräst, einen exzellenten Techniker gefunden, der sich da so reingekniet hat, was wir ihm niemals wieder gut machen können. Er hat die ganze Elektronik entworfen und insofern war dann diese LED-Gitarre bauen für mich eigentlich nur noch ein Gehäuse für diese Gesamtelektronik. Und Toms Reaktion war so, wie ich das kenne von ihm. Auf der einen Seite sagt er, oh, da hast du dir aber was vorgenommen. Das wird aber viel Arbeit. Mann, Mann, Mann. Mit dem Zusatz, klar, mache ich. Kein Problem. Du willst eine Gitarre, aus der lebendige, echte Schweine rausfliegen? Mache ich. Kein Problem. Loving you, und dann sind wir ganz schön in Schwimmen gekommen, weil das ganze Projekt viel, viel aufwendiger geworden ist, als es eigentlich angedacht war, weil auch so eine Platine erstmal erstellt werden musste, wo wir diese ganzen hübschen LEDs überhaupt reinstecken konnten und eben die ganze Stromverteilung und Steuerung durch den Mikroprozessor stattfinden sollte. Und Mikroprozessor ist der entscheidende Punkt, das musste alles programmiert werden, es musste praktisch ein komplettes Programm und der Mikroprozessor überhaupt erstmal geschrieben werden. Und das, was ich dann unbedingt wollte, das hat jetzt dazu geführt, dass die Gitarre wirklich mehr Computer ist als die Gitarre. Und es gab halt diese magische Deadline WGT, wo ich gesagt habe, wir müssen auf der Bühne, die wir da spielen, müssen wir diese Gitarre als erstes präsentieren. Und die rückte dann halt immer näher. Und nah fühlte sich schon 3 Monate vorher fühlte sich dann für Tom nah an, weil er noch so einen Berg voll Arbeit vor sich hatte. Und Herr Fanta hat dann alles programmiert und gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden er reingesteckt hat. In ewiger Dankbarkeit. Ich weiß, wir können es nicht wieder gut machen. Aber sie leuchtet toll. Da kann ich mich ganz glücklich schätzen, dass ich von diesen Problemen, die es dort gab, weder wirklich viel verstehe, noch dass ich sie lösen musste. Also ich habe da Mörderrespekt vor dem, was Thomas und Thomas, die beiden, da gezaubert haben. Und dass ich das spielen darf. Yeah!
muss ich erstmal drüber nachdenken und zählen. Ich glaube, es sind 11 oder 12 Stück. Ich gehe mal logisch durch. Klaas, 1, 2. Es sind 2, 1, 2, 3 normale Mensuren, also 65er Mensur. Gerrit, 1. Spielt noch eine von Bo. Und der Rest sind eigentlich alles Bariton-Gitarren. Und ja, ich bin eigentlich auch relativ dankbar, dass ich mich da so austoben darf, weil diese Gitarren, die da gebaut werden, kommen halt auch von Herzen. Und da sind sehr viele Ideen, die ich auch verwirklichen kann, wo man einfach nur sagen kann, danke, dass sie dann hinterher auch auf der Bühne erscheinen und dass mir dann auch das Herz aufgeht, wo ich denke, jo, bei euch sind sie einfach am besten aufgehoben und ihr könnt sie auch tragen. Dann hat Bo die 4. Dann habe ich jetzt mit denen und der weißen 1, 2, 3, 4. Viel, echt viel. Oh, viel. Namensgebung habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Chris hatte ein paar Vorschläge. Ich hatte ganz viele verschiedene Namensideen für die Gitarre. Aber letztendlich gebührt die Ehre der Taufe einer Gitarre dem Erschaffer. Dann habe ich nachher gedacht, wie heißt das neue Album? Weil es ist ja auch zum neuen Album. Hier außenrum ist ein Songtext eingraviert, der hier einmal rumläuft, und dann habe ich gedacht, okay, ich guck mal nach, was Empyrean überhaupt heißt. Tom sagt dann einfach, ey, come on, euer Album heißt Empyrean. Das Ding heißt wie das Album, Peng. Wir haben hier eigentlich die Empyrean-Gitarre, besser geht's eigentlich nicht. Und er hat sofort Ja gesagt, insofern war der Name gefunden und das ganze Ding relativ einfach. Bei der Namensgebung haben wir aber, glaube ich, noch nie Probleme gehabt. Also auch bei der Faust nicht und bei Nora nicht, und es ging immer eigentlich fließend ineinander über. Spannend. Es war mit unglaublich viel Angst verbunden. Ich war zum ersten Mal wieder richtig aufgeregt vor der Show. Einfach nur wegen der scheiß Gitarre, weil ich unbedingt wollte, dass sie leuchtet. Und die ist vom Prozessor Dingsbums irgendwas da drin, wie auch immer das heißt, noch nicht so richtig eingestellt. Der Ladestrom funktioniert gerade noch nicht, wie er soll. Ergo muss sie noch mehr an der Steckdose hängen, als sie es eigentlich letztendlich hängen soll. Und diese blöde Lampe leuchtete die ganze Zeit rot, was so viel heißt wie Batterie ist bald alle. Das war furchtbar. Und es hat dann zum Glück funktioniert. Und ich war auch beim Spielen immer ein bisschen damit beschäftigt, nach unten zu gucken, ob sie auch wirklich leuchtet, weil es mir so wichtig war. Wir haben darauf hingearbeitet und ich habe nur gehofft, bitte lass diese Gitarre leuchten, lass sie funktionieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich ein bisschen freue über die neidischen Gesichter von unseren Kollegen. Allerdings nicht auf eine bösartige Art und Weise, sondern einfach, weil man natürlich nach so einem Projekt natürlich auch hammerstolz ist. Und wenn dann unsere Freunde aus anderen Bands kommen und sagen, boah, sowas will ich auch, dann ist das eine nette, schöne Form von Neid, die man so als freundschaftliches Du Arschloch, deine Gitarre ist geiler als wie meine, natürlich auch gerne entgegnen. Ey, das ist auch Hammer! Krass! Stroh für totaler Wahnsinn. Stroh, dauerlich. Ich war aber sehr angespannt, wie ich wusste, okay, jetzt geht sie irgendwie wann demnächst auf die Bühne. Inbetriebnahme hier, wie ich das erste Mal spielen durfte und gemerkt habe, der Peak-Detektor funktioniert wirklich, das war schon magisch. Und da hat man einfach gedacht, das will eigentlich jeder. Also eigentlich will es jeder. Kommt nur drauf an, wer es dann auch bezahlen kann. Und das war schon geil. Also diese riesengroße Agra-Halle, die, und das muss ich auch mal stolz sagen, laut Veranstalter noch nie um diese Uhrzeit so voll war, in 25 Jahren WGT. Und dann mit dieser Gitarre da rein zu leuchten, das hat schon echt unfassbar viel Spaß gemacht.
Kann ich noch ein paar mehr Leuchtgitarren haben, wenn ich das hier sehe? Nein.